Gut, wir sind auf jeden Fall jetzt wirklich auch sauber eingerichtet hier. Das klappt an der Stelle tatsächlich hervorragend. Damit werden jetzt hier noch ein paar Treppchen gebaut, ne? Das muss auch sein. Das können unsere Biber und danach kümmern die sich ausschließlich um diesen Bereich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie nicht hier runtergehen. Wobei auch da müssten sie auf Plattformen laufen, also auch kein Stress eigentlich. Schauen wir mal. Achso, die Treppen hier, die müssten gestoppt werden, da gebe ich dir absolut recht. Das waren sie aber auch alle, ne? Ja, ich glaube, mehr Treppen haben wir hier oben nicht. Also besser hatten wir es bisher noch gar nicht. Es ist jetzt wirklich optimal, was wir gerade haben. Das ist schon sehr cool. Und hier oben dürfen sie schon hochbauen, das ist okay. Das ist okay. So ein paar Mangrovenfrüchtchen kommen hier an. Da kommen jetzt auch einige an, weil wir es jetzt endlich mal haben. Oder endlich mal zusammenbekommen haben. Lass mal schnell schauen. Getriebe wären halt nice, ne? Aber das wird hier noch nichts. Die müssen erst den Bereich hier fertig bauen und das ist noch ein bisschen offen. Bei so viel ist das gar nicht mehr, ne? Jetzt müssten sie fertig sein eigentlich. Ne, hier noch eine. Da ist die letzte Treppe. Sobald sie die fertig haben, kümmern sie sich um den Bereich. Das wäre halt super geil, ne? Mein Gott, das kostet auch alles, ne? Aber das ist, ja, ist okay. So, wo will er hin? Ah, jetzt baut er die Treppe runterwärts. Ja, danke. So, Holz ist auf jeden Fall sehr gut vorhanden. Quatsch. So, Holz, Holz, Bretter, Bretter. Gut, dann haben wir schon mal den nächsten Bereich unseres Baumaterialturms in Angriff genommen. Okay. Jetzt müssten die eigentlich nichts mehr anderes zu tun haben als diesen Bereich. Mal gucken. Ich meine, vier Baubiber sind auch nicht die Wucht, ne? Dieser Biber hat zu viel Zeit in kontaminiertem Faulwasser verbracht. Er wird ein paar Tage erkranken. In ein paar Tagen erkranken. Oh no! Einen hat's erwischt. Ein Biber hat's erwischt, Leute. Wir können die nicht behandeln, ne? Ja, das ist halt noch eine. Da sind wir noch so weit von weg von dieser ganzen Geschichte rund um die Produktion von. Wo ist es? Oh Gott, wo ist denn die Plörre jetzt? Hier, Zentrifuge, Faulwasserpumpen, da brauchen wir Metall für und da auch Metallbarren und so Zeugs. Das ist eine Produktion, die können wir uns immer vielleicht hier oben überlegen oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht dann wirklich mal mit Plattform hier auf einer Zweierhöhe und dann schauen wir mal. Nee, Krankenbett funktioniert bei Faulwasserkontaminierung nicht. Du hast jetzt hier eine Eins, das ist ein kontaminierter Erwachsener. Der gammelt jetzt die ganze Zeit hier oben rum, bis er im Prinzip entweder behandelt wird oder halt stirbt, ne? Das ist super schwierig. Okay, sei es drum. Wir werden jetzt hier folgende Priorität machen. Das heißt, wir werden hier eine Plattformgeschichte bauen. Ich weiß, es ist völlig wahnsinnig, was ich jetzt mache. Da werden wir jetzt Folgendes machen. Und zwar, wir planen jetzt schon mal hier ein Treppenhaus mit einer, was, Zweierbreite auf jeden Fall. Ach, lass es von unten anfangen. Nochmal zwei Häuser, zwei Wohnräume rein.
Den Platz werden wir brauchen, glaub mir. So oder so werden wir Platz brauchen. Allein schon, um Sachen umzuswitchen und umzustellen. Das können wir dann lassen erstmal. Das sollen wir ruhig bauen. Ja. Das ist aber ganz wieder. Das ist nochmal andere Prio, ne? Das ist unwichtig ist. Schwein, ne? Dann machen wir die Prio von dem Dingens hier jetzt auf eine normale Geschichte. Und von der Geschichte hier unten, das ändern wir mal auf weniger wichtig. Genau, dann sollen die das zuerst bauen, damit die Plankenproduktion in die Gänge kommt. So. Ja, für neues Distriktgebäude fühle ich mich noch nicht bereit. Kann ich oben drüber eigentlich so eine Zweierhöhe bauen? Nee, da kann ich nichts drauf bauen. Dann ist das natürlich super dämlich. Ja, müssen wir auch mal gucken. Da brauchen wir dann eine eigene Versorgung. Nur für die, wie viel haben wir jetzt? Drei, ne? Eins, zwei, drei. Machen wir schon mal eine vier draus. Machen das so, dann haben wir hier eine kleine Versorgungsgeschichte. Da können wir dann auch noch Deko hinpacken. Den Motor pausieren? Nee. Der kann doch schon mal gebaut werden. Der kann ja eh nicht, wird ja eh nicht fertig. Außer 20 Rohholz verlieren wir da nichts. Das kann man laufen lassen. Solange wir keine Getriebe produzieren, die wir im Übrigen auch mal forschen könnten. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. So. MB261, du liebst den Stream hart. Subhype. Ob es noch 55 mehr werden? Lol. Also ich bin dafür. Dankeschön, MB, für 55 Monate. Herzallerliebsten Support, ey. Dankeschön vielmals. Das ist saulieb von dir. Dafür gerne ein Ausrufezeichen Hype auch mal. Ne? Muss auch mal drin sein, Leute. Nochmal. Haut rein. Tasten. Drückt Sachen. Auf euren Keyboards. So, wir haben hier eine leichte Pumperei hier unten am Start. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen, noch 10 Tage und so. Lass uns die Pumpe mal fertig bauen, damit wir wenigstens mit einer Zweierpumpengeschichte reingehen können, damit wir nicht hier unten den Mist rauspumpen müssen. 26 Bretter haben wir tatsächlich. Also ich bin guter Dinge, dass das tatsächlich genutzt wird alles. So, dann machen wir hier nochmal eine weitere Prio drauf, damit das, damit wir drei Pumpenhäuschen betreiben können. Dann können wir unser Wasser auf jeden Fall in den Griff bringen. So, und dann haben wir jetzt endlich mal den Status Quo, den ich die ganze Zeit eigentlich haben wollte. Das ist jetzt so der, jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen, meine Lieben, herzlich willkommen zu Timmerborn. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt können wir richtig loslegen. Das ist jetzt so, jetzt haben wir endlich mal den Punkt erreicht, wo ab jetzt geht es ums nicht mehr ums Überleben, sondern ums Optimieren. Pünktlich dazu kommt Fette Katze. Einen wunderhübschen guten Abend. So, ja, da jetzt nimmt das Projekt endlich mal die Fahrt auf, die es verdient. Das finde ich schön. Das gefällt mir. So, und dann können wir nämlich hier auch das alles wegpacken. Jetzt kommen die Megaprojekte. Natürlich. Alles andere wäre unverschämt. Das ist wunderschön, oder? Das ist wunderschön. So, hier können wir natürlich auch erstmal pausieren. Das muss alles nicht laufen. Im Moment zumindest nicht, weil wir es noch gar nicht betreiben können. Dazu muss noch etwas Faulwasser den Bützenbach hinunterfließen. Es fehlen uns da 20 Holz. Komm. Also, da müssen wir jetzt keinen Stress machen, ne?
Was mit einem Lager dort? Auch eine schöne Idee, auch das wäre natürlich noch eine Baustelle wert für Zukunft, ja. Aber das werden wir dann wahrscheinlich irgendwie mal gucken, wie wir das am dümmsten hindeichseln, dass das nicht so dämlich aussieht. Weiß ich noch nicht. Aber ja, die Idee ist auf jeden Fall gut. Dann noch ein Lager. Wäre solide, finde ich. Aber mit der Bretterproduktion könnten wir natürlich gerade bei Faulwasser, wenn hier richtig Schmackes auf dem Ding ist, also alle Wetterereignisse außer Dürre, können wir natürlich hier mal richtig auf Druck auch Planken produzieren. Das ist jetzt für das Spielstadium, wo wir jetzt gerade unterwegs sind, tatsächlich schon eine ganz gute, solide Geschichte. Das geht. Gibt's schlimmer. Gibt's auch besser, natürlich. Aber was auch nicht. Philipp aus Ham! Philipp aus Ham unterstrich Lied. Aus Ham! Hallo zusammen zu Zwergti. Hi, dankeschön für 44 Monate im Resub. Vielen lieben Dank, Philipp aus Ham. Vielen Dank, Philipp, für den lieben Support. Auch schon die ganze Zeit. 44 Monate. Wir haben heute ein paar 50er auch schon gesehen. Also heute kommen voll viele Leute rein, die halt auch schon extrem lange dabei sind. Ich danke euch dafür ganz, ganz arg. Vielen Dank für diese mega liebe Unterstützung. Ja, ja, wir können hier natürlich easy erweitern, ne? Also sind wir ehrlich, ein paar Stelzen noch hingebaut und dann wird das alles. Gar kein Stress auch. Metall erforschen. Ja, wir könnten das machen. Dazu müssen wir uns allerdings jetzt erstmal überlegen, wo ist denn das Metall? Also wir haben hier oben auf jeden Fall Metall. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen erstmal. Da hinten ist Metall, ist auch weit weg. Da ist Metall. Das wäre noch sogar verhältnismäßig am nächsten dran irgendwie, hier eine Schmelze aufzubauen. Hätte noch fast... Ich meine, hier hoch muss er halt extrem hoch und da hast du keine Plattform, gar nichts. Hier drüben ist eigentlich eine schöne Geschichte. Setzt aber voraus, dass wir da irgendwie hindeichseln, ne? Wie viel... Da ist nicht so viel Dreckwasser drin, ne? Ich sehe da gar keine Schwierigkeiten, darüber zu bauen. Überhaupt nicht. Eine Holzfällerfahne, weil why not? Also ist ja herzallerliebst hier auch alles. So. Gut. Ja, das dauert eine Zeit. Das ist noch ein bisschen hin. Lass die Prio mal entsprechend einstellen. Also ich sehe die Prio auf jeden Fall gegeben. Das ist wirklich wahr. Sollen sie machen, wenn sie wirklich gar nichts mehr anderes wissen. Dann ist das die richtige, dann ist das die richtige Tätigkeit tatsächlich. So, hier werden jetzt natürlich 100 Holz rein. Das buttert natürlich ordentlich. Das hier läuft auch schön. Biber stabilisieren sich gut. Wir haben Essen, das ist auch fein. Da müsste man halt, wie gesagt, dann mit den Mangrovenfrüchten auch bei Zeiten nochmal arbeiten. Der hat, hier können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen rüberbauen. Also bis zu der Mitte der zweiten Pumpe können wir nach unten ziehen. Das machen wir jetzt auch. Gleich noch mal voll in die Mangrove gehen.
Ja, dann nutzen wir dann nämlich den Bereich nochmal schön aus. Der kann nur den unteren Bereich, kann denn der hier nicht mehr? Doch, oder? Doch, doch, den kriegt er auch, aber ja, gut, wir könnten ihn halt hier ein bisschen auch unterstützen. Oder auch nicht. Ein bisschen mehr Mangrove wäre schon vielleicht gar nicht so verkehrt. Seine Prio könnte dann auch einfach Mangrovenfrüchte sein. Ja. Wir haben halt auch da wieder, wäre ein Lager dann tatsächlich mal irgendwann interessant. Weil er kann halt nicht viel lagern, ne? Das wollte ich eigentlich als Wasserlager nutzen, ne? Hier mitten rein. Zwei Stück. Nach außen, ja. So. So, machen wir das mal so und dann kommt hier in der einen, dürfen auf jeden Fall jetzt dann sowas wie, wo sind sie denn? Hier, Mangroven, machen wir in beide rein. Mal so ein ordentliches kleines 400 Mangrovenlager. Das ist doch perfekt. Das ist auch gar nicht mal so unerheblich unwichtig. Ja, das ist okay für mich. Gut. Da sollen keine Biber bitte arbeiten, Leute. Das muss noch nicht sein. Ihr die Energie könnt ihr euch schenken. So. Gut. Die letzten Bauabschnitte hier sind am Start. Hier sind wir auch soweit durch. 2,3 Tage. Null Einschränkungen im Biberparadies. Unsere gesamte Produktion hier oben, auch gerade mit dem Holz und so, das läuft alles butterweich. Gar kein Grund zum Meckern, ne? Also gar kein Grund. Eine komplett neue Fabrikationsanlage, die dann auch irgendwann motorbasiert läuft. Maybe. Mal gucken. Auch so gut wie fertig. Also, geht schon. Ach, hier sind die Bretter schon da. Mehr oder weniger. Also wenn wir das zünden, brauchen wir natürlich deutlich mehr Biber, als wenn das Ding hier hinten ist. Ein No-Brainer, das läuft halt. Müssen wir mal gucken, wie das dann auch ist, wenn wir dann das hier wegreißen und dann hier unten die Wasserräder dann nutzbar machen. Ich meine, die laufen natürlich dann auch mit mehr Schmackes, ganz klar. Aber hier ist ja eh schon so eine natürliche Verengung. Also hier läuft schon ordentlich durch, ne? Also ich bin mal gespannt, wie viel 4 Wasserräder an Energie hier erzeugen. Ich glaube, Sevira hat vorhin geschrieben gehabt, das wird schon ordentlich, 160 pro Rad ist machbar, glaube ich. Mal gucken, weil das ist schon eine ordentliche Strömung, die hier ist. Also das zündet schon gewaltig, ne? Mal schauen. Das hängt ja hier auch dann voll drin, ne? Also hier, guck mal. Könnte gut gehen. So, was fehlt hier noch? Ein bisschen Planke, ein bisschen Rohholz, aber haben beides. Eher Baubiber sind das Problem gerade. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir das System auf 1,05 anheben oder sagen wir mal auf 1. Und wenn dann hier Wasser kommt, müsste das ja eigentlich auf 1 sogar reindrücken ins System. Und damit müsste das nach hinten durchspülen. Also vielleicht. Schauen wir mal. Bin interessiert und gespannt. Gleichzeitig. Kannst du deinen kranken Baubiber austauschen? Also wir haben jetzt keinen kontaminierten von Lango. Kranke haben wir tatsächlich, wir haben ein Krankenbett. Da werden die versorgt. Nachdem jetzt hier oben kein Kontaminationssymbol ist, haben wir gerade niemanden, der verseucht ist. So, jetzt kommt Frischwasser. Lassen wir das mal hier vorne ein bisschen abströmen. Oh, schau mal, schön. Das drückt natürlich hier unten die ganze Verseuchung weg. Freuen wir uns alle wie Bolle, ja. Ach, guck mal jetzt. Das schaut jetzt ganz anders aus, wenn du von unten schaust, ne? Da merkst du, dass sie am Wassersystem viel gedreht haben.
Früher war Wasser infinite nach unten. Das hat man richtig gesehen. So, jetzt lassen wir die ganze Verseuchung mal hier lösen. Hier hinten hat sich's immer eine ganze Ecke lang noch reingestaut. Mal gucken. Da wollten wir ja auch mal gegebenenfalls hier einfach nach vorne ziehen. Einen zweiten Damm bauen, damit das Wasser hier nicht mehr sich festhängen kann und dann nach und nach hier reinfließt. Ähnliches System müssten wir hier vorne auch. Also wir müssten den ganzen, dieses ganze Ding versetzen. Aber hier kann es besser absetzen. Also es geht schon, ne? Das ist jetzt kein Problem. Aber ich würde es nur ungern jetzt mit der Plörre in unsere Wasser... System reindrücken lassen. Ich warte jetzt einfach. Das System, mit dem Druck kannst du relativ schnell sprengen. Das ist weniger das Problem. Und es läuft ja auch hier runter, also gar kein Stress hier auch. So, wie läuft's hier? Ich trau mich nicht, ne? Da ist noch Rot auf jeden Fall drin. Na, noch ist da. Jetzt ist. Ja, gut, nachts siehst du das nicht gut. Mir wäre eine Kontaminationsanzeige wäre irgendwie fein, ne? So ein bisschen. Ich sehe es gerade absolut nicht. Aber wir müssen hier gleich Wasser reintun, weil sonst haben wir kein Frischwasser mehr. Nee, aber das schaut jetzt gut aus, oder? Guck mal, das ist doch weg. Ja, das ist weg. Oder? Ja, ich denke. Jetzt kommt, schau mal, auf 1-0 kommt, was da an Wasser reindrückt. Holy Macaroni! Das war gut. Das bisschen. Ja, das stimmt schon. Ne? Nur die harten Biber überleben uns. Von daher wird schon. So, hier wird auch Rohholz noch geerntet. Das ist gut. Das System flutet sich. Das dauert eine ganze Ecke, bis es sich flutet. Das ist aber auch nicht schlimm. Auf einer 1-0er Höhe, das ist okay. Weil wir können das natürlich ein bisschen beschleunigen. Mal schauen. Ja gut, dann würde ich sagen, hier vorne, let's go. Die kommen da schon hin, denke ich. Gut. Das ist alles noch nicht optimal, ne? Den Weg widersetzen, richtig, Argument. Ist auch bald gebaut, ne? So. Ja, unsere Biber machen das schon. Noch fließt hier sehr, sehr gemächlich das alles hier rein, ne? Ich hätte mir da eine etwas größere Strömungsrate erhofft. So, ich aktiviere mal, dass hier ein bisschen Wasser ins System kommt. Einfach nur, damit das alles hübsch bleibt. Naja, aber es wird hier immer weiter rückgestaut, ne? Und nur hier drüber fließen kann es dann auch irgendwann nicht mehr. Das könnte man auch einfach entsprechend zubauen, ja. So sagen, wir machen jetzt hier zum Beispiel so eine Kante rein und machen das hier einfach ein bisschen an der Ecke zu. Wäre eine Möglichkeit. Können wir auch ein bisschen so eine Schräge bauen, auch das wäre möglich.
Ja, wollte gerade sagen, da müsste doch viel mehr Wasser durchkommen. Ich meine, ich kann das System ballern, ne? Also, das ist jetzt gar nicht das Problem. Ich baller das System zu. So, ihr habt auch mal eine Umfragezeit. Let's go! Vorhersage, meine Lieben. Sagt mal, was ihr denkt. Boah, hier ist ganz schön Druck drauf, ey. Ja, momentan ist der Haupt... Also geht hier so ein ganz schöner Druck hier rüberwärts, ne? Das ist auch gut so. Da kommt schon ordentlich was an. Ja, die bauen schon gewaltig in der Richtung, ne? Also das klappt schon echt ganz, ganz nice. Da fehlen ein paar Bretter, ja, sicher. Aber hier wird auch schon ordentlich in Holz eingelagert und so weiter. Also das geht schon. Also 9er Höhe schafft er. 95, ja, 0,95 geht auch noch. Das ist aber auch genau das, was ich am Ende hier haben möchte. 0,95. Damit, sonst läuft uns die Brühe ja irgendwann voll, ne? Höher will ich es ja gar nicht. Sonst haben wir eine 1,0er Blockhöhe und das ist blöd. Sondern eine 95er Höhe ist eigentlich ganz geil. Mit ein bisschen Druck vielleicht doch etwas höher und dann machen wir hier unten den Auslass auf. Auch das wäre eine Option. Ja, müssen wir mal gucken. Den schalten wir aus. Sonst haben wir hier ein bisschen Bibers. Wasser ist klar. So. Den hier vorne können wir auch starten. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal schön Biber drin. Dürre hat begonnen. So, wir müssen mit dem Wasser, das wir haben, leben für... Alles klar. 28 Tage, Leute. Let's fetz. Das haben 10% von euch tatsächlich getippt. 10% dachten das. Das ist natürlich wild. Die, die das getippt haben. Wer hat das getippt, Leute? Wer von euch war das? Welcher Schlingel war das? sagt mal bitte, 28 Tage wurde ja getippt, ne? Jetzt sag mir mal bitte, wie viele Punkte gesetzt und wie viel bekommen. So. Kann man das noch irgendwie nachvollziehen, gerade so halbwegs? Ist da eine Möglichkeit da? Was für Schlafbiber einfach. Hä? Wo pennt ihr denn alle? Ist Nachmittag. 110 gesetzt, 1145 bekommen. Nice, nice. Keine Ahnung. Okay, alles klar.